Jule Polanski und Moritz Breuer sind auf Streifenfahrt in Köln-Sülz. An diesem warmen Sommertag sehnen sich auch die beiden Polizisten nach einer Erfrischung. Gott sei Dank liegt gerade nichts an. Da kann man ein bisschen auch mal entschleunigen bei dem Wetter. Boah, ich hätte Lust auf Eis. Ein Eis? Wo ist denn hier die nächste Eisdiele? Ich weiß auch nicht. Guck mal, ich würde die sogar einladen. Aber. Ja, was ist denn da los? Eingesperrt. Was da? Ja, im Rahmen unserer Streifenfahrt fiel uns auf, wie eine Dame auf dem Boden lag quasi oder benommen auf dem Boden saß, besser gesagt, und ein Herr sich über sie beugte. Wir wussten jetzt nicht, ob die Dame vielleicht ärztliche Versorgung brauchte oder generell was vorgefallen war, sodass wir natürlich auch erstmal unsere Hilfe angeboten haben. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Was ist denn hier passiert? Ich habe die Dame gefunden, die lag hier am Boden und war bewusstlos. Ich wollte jetzt gerade den Notarzt oder die Polizei rufen, aber es ist ja gut, dass sie schon da sind. Das ist ja gut. Vorsicht, da ist noch eine Brille. Hallo. Ist wahrscheinlich auch eine Dame. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Alles in Ordnung mit Ihnen? Alles okay. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Christine Bauer. Christine Bauer, Frau Bauer. Was ist denn passiert? Sind Sie ohnmächtig geworden oder? Ich weiß nicht. Irgendwer muss mir mit einem... Irgendwie muss mir einer auf den Kopf hinten eine gegeben haben. Irgendwie, was macht der denn hier? Der Mann hat ihm halt geholfen. Wie geholfen? Ich habe sie gefunden am Boden liegend. Ich habe ihnen doch geholfen. Haben Sie mich erschlagen von hinten? Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich war ja vor kurzem bei Ihnen im Antiquitätenladen und wollte meine Münzen... Moment, wo ist denn meine Tasche? Also... So, warten Sie mal ganz kurz. Ganz kurz. Ruf meine Tasche. Hören Sie mir mal kurz zu, Frau Bauer war Ihr Name. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Wie kommen Sie denn überhaupt dazu, dass Sie niedergeschlagen worden sind? Mir ist auf einmal schwarz vor Augen geworden und ich bin ohnmächtig geworden. Irgendwer muss mir von hinten auf den Kopf gehauen haben. Okay. Haben Sie denn Schmerzen? Na, es geht. Mir ist ein bisschen schwindelig. Soll ich Ihnen Notarzt rufen? Nein, auf keinen Fall. Es wird wieder nur ich. Was machen Sie hier? Sie waren das. Ja, also mein Name ist Andreas König. Ich bin in der Tat Antiquitätenhändler da drüben und die Dame war vorher bei mir. Sie wollte Münzen versetzen und wir waren da zweigeteilte Meinung, was der Wert der Münzen ist. Und dann ist die Dame gegangen. Ich wollte in die Mittagspause, gehe zu meinem Auto, sehe sie hier liegen, helfe und dann kamen sie schon. Das ist eigentlich alles. Ja, richtig, genau. Ich habe von meinem Vater, der vor kurzem verstorben ist, habe ich eine Münzsammlung geerbt und ich war bei ihm, um das Ganze schätzen zu lassen und er wollte aber nicht den Preis mir dafür geben, den ich haben wollte. Und anscheinend ist es ja irgendwie ersichtlich, dass er meine Münzen wollte und mich erschlagen hat deswegen. Ja, aber ich bitte Sie, darf ich da mal was sagen? Warten Sie ganz kurz, ich spreche gleich mit Ihnen. Also, um das nochmal klarzustellen, Sie hatten eine Münzsammlung dabei, sind bei ihm ins Geschäft gegangen, wollten die schätzen lassen, Sie waren mit dem Preis nicht einverstanden, haben die Münzen wieder mit rausgenommen. Ja, das ist korrekt. Sind hier über den Parkplatz gelaufen und dann haben Sie einen Schlag von hinten bekommen. Mhm. Sind ohnmächtig geworden und jetzt sind wir hier und Ihre Tasche ist weg. Ja, und anscheinend ist er ja auch hier, weil... So, Frau Bauer, warten Sie mal. Der nächste Schritt wäre jetzt erstmal für mich wichtig. Haben Sie denn irgendjemanden gesehen, der vermutlich dafür verantwortlich war, dass Sie niedergeschlagen worden sind? Nein, den einzigen, den ich gesehen habe, ist ihn. Okay, dann hätte ich einmal gerne Ihren Ausweis und dann schildern Sie mir doch einmal noch mal bitte kurz, wie das aus Ihrer Sicht vorgefallen ist. Insbesondere für mich wichtig, ob Sie unter Umständen jemanden gesehen haben. Also, in der Tat war es so, dass die Dame bei mir im Laden war, aber das kommen jeden Tag ganz viele, die irgendwelche Preise im Kopf haben, die nicht der Realität entsprechen. Und ich habe Ihnen dann gesagt, was ich für diese Münzsammlung zahlen würde. Das fanden Sie eigentlich unverschämt und deshalb waren wir dann am Schluss auch wirklich nicht der gleichen Meinung. Sie ging raus, ich war natürlich auch nicht zufrieden, gehe in die Mittagspause, schließe meinen Laden ab, gehe dahin, guck und dann sehe ich eine Dame, die kommt hier und sehe, dass es tatsächlich die Frau ist, die vor bei mir im Laden ist. Okay. Wir wollten hier mit der angeschlagenen Frau Bauer den Standort ein bisschen wechseln, dass wir uns ein bisschen im Schatten begeben. Auf dem Weg dahin ist mir ein Telefon aufgefallen, was relativ nah zum Fundort der Frau Bauer auf dem Boden lag. War natürlich interessant, ob es vielleicht der Frau Bauer gehört, aus der Tasche gefallen ist. Aber müssen wir erstmal aufklären. Haben Sie das vielleicht verloren? Ist das Ihr Telefon? Nein. Ist Ihnen das vielleicht mit dem Überfall jetzt gerade aus der Tasche gefallen? Das gehört mir nicht. Kommt Ihnen das ich weiß nicht, ob vor, Ihnen das gehört. Schauen Sie mal. Handy ist im Auto. Das ist ein Bild. Vielleicht kennt jemand die Person. Das ist mein Bruder. Das ist Ihr Bruder? Würden Sie das Handy auch als das Handy Ihres Bruders identifizieren? Das kann ich schlecht sagen. Ich habe mit meinem Bruder wirklich eigentlich kaum Kontakt, aber das ist wirklich mein Bruder. Das ist auf jeden Fall, dieses Bild ist Ihr Bruder. Ob es nun sein Handy ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich und mein Bruder, wir haben leider kaum Kontakt. Das ist eine familiäre Angelegenheit. Will ich auch nicht weiter hinterfragen, aber ich sag mal so, ist zumindest ein Indiz dafür, dass es vielleicht sein Handy ist. Ja.
Wie heißt denn Ihr Bruder? Martin Bauer. Martin Bauer. Mhm. Haben Sie auch eine Anschrift von ihm? Er wohnt in der Helmholtzstraße 8. Das ist so ein Bauwagengelände. Mhm. Er wohnt im Bauwagen. Ich habe mit meinem Bruder allerdings auch schon eigentlich seit Jahren gar keinen Kontakt. Wissen Sie, unser Vater ist jetzt vor kurzem verstorben. Ich habe jetzt vielleicht gerade einen Zusammenhang im Kopf, was wahrscheinlich vielleicht darauf hindeutet. Wie ist aber denn mit der Erbschaftsauseinandersetzung? Ja, genau. Sie sagt ja gerade, die Münzen haben Sie geerbt. Hat Ihr Bruder denn auch was geerbt? Mein Bruder hat tatsächlich nur den Pflichtteil geerbt, was natürlich jedem zusteht. Aber ich muss dazu sagen, er weiß, dass ich diese Münzen geerbt habe von unserem Vater. Und seitdem ist es auch so, dass er seit 2 Wochen, seitdem das passiert ist, ruft er mich ja ständig an und möchte, dass ich ihm diese Münzen gebe. Weil das fällt Ihnen auch erst jetzt ein quasi? Das wäre schon anfangs gar nicht mal so uninteressant für uns gewesen. Naja, wissen Sie, ich habe darüber jetzt auch nicht so nachgedacht, weil, wissen Sie, mein Bruder ist einfach, der säuft den ganzen Tag, hat ein Alkoholproblem, er steckt sein Geld in die Spielhallen rein. Na klar, deswegen wollte er jetzt auch die Antiquitätensammlung von unserem Vater haben, aber die haben Sie ihn nicht gegeben sozusagen? Ja, natürlich nicht, weil die habe ich geerbt. Und, okay. Also Ihr Bruder gab ihn quasi mehrfach gegenüber am Telefon an, dass er ein reges Interesse an dieser Münzsammlung hätte. Mein Bruder hat tatsächlich ein reges Interesse daran gehabt. Ich habe ihm diese Münzen nicht gegeben. Ich habe ihm mehrfach gesagt, ich möchte sie gerne dem Tierheim spenden. Und deswegen war ich ja auch bei ihm, weil ich halt wollte, dass er dieses halt schätzen tut. Wir werden jetzt zur Adresse des Bruders verlegen, weil hier natürlich ein dringender Tatverdacht gegen ihn besteht, aufgrund des Fundorts hier, des Handys von ihm. Und auch die ganzen Erbschaftsstreitigkeiten, die Frau Bauer uns hier berichtet hat, ist es sehr naheliegend, dass der Bruder mit dieser Tat hier irgendwas zu tun hat. Die Beamten befürchten, dass die Situation zwischen den Geschwistern eskaliert. Deshalb lassen sie sich nicht von der jungen Frau zu ihrem tatverdächtigen Bruder begleiten. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, die Polizei. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Einmal bitte die Biere aus der Hand legen und auf den Tisch stellen. Nee, danke sehr. Und zwar sind wir auf der Suche nach Herrn Bauer, Martin Bauer. Ja, das bin ich. Das sind Sie. Das sind Sie. Einmal einen Ausweis bitte vorab. Von Ihnen hätte ich auch gerne einmal einen Ausweis. Ich sage Ihnen auch gleich, worum es geht, sofort. Und zwar Grund unseres Besuches ist, dass wir Ihr Mobiltelefon unweit eines Raubtatorts aufgefunden haben. Mein Mobiltelefon. Ihr Mobiltelefon. Ach, das wurde gestern gestohlen. Ja, das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch sagen. Nee, wirklich. Ich hätte es auch normalerweise schon zur Anzeige gebracht, aber ich hatte einfach keine Zeit bis jetzt. Alles klar, gut. Das nehme ich jetzt erstmal zur Kenntnis. Ich sage Ihnen noch mal was anderes. Und zwar Raubopfer ist tatsächlich Ihre Schwester geworden. Wie geht's Frau Cornelia? Der geht soweit gut. Wir waren vor Ort. Wir haben ja auch angeraten, vielleicht noch mal sich in ärztliche Behandlung zu geben. Offensichtlich hat es jetzt keine Verletzungen. Okay. Hintergrund, ich sage Ihnen einmal ganz kurz, was passiert ist, jetzt vom Sachverhalt her ist, dass Ihre Schwester versucht hat, ein Erbstück, nämlich die Münzsammlung, die Ihnen auch ein Begriff ist, so ist mir mitgeteilt worden. Genau, die hat sie versucht, bei einem Antiquitätenhändler zu versetzen. Man ist sich geschäftsmäßig nicht ganz einig geworden. Okay. Und sie zog dann von dann raus aus dem Laden, ist sie dann plötzlich niedergeschlagen worden von einer ihr unbekannten Person. Und das nächste, woran sie sich erinnert hatte, ist, Martin. Hi, was machst du? Ich hab grad gehört, was passiert ist. Martin, ich wurde überfallen. Gehen Sie mal bitte hier. Es wurde dein Handy gefunden. Sau Bauer, was machen Sie? Was damit zu tun? Was machen Sie denn jetzt hier? Nein. Kommen Sie einmal mal geht's zu mir. Geht's Ihnen gut? Sind Sie ein bisschen zur Ruhe gekommen? Geht's Ihnen denn schon besser? Mir geht's gut. Der Bruder beteuert, seine Schwester nicht überfallen zu haben. Als Jule Polanski und Moritz Breuer seine Aussage anzweifeln, mischt sich sein Kumpel ein. Also wir haben hier einen gemütlichen Morgen verbracht die ganze Zeit. Personalien haben wir und Sie würden tatsächlich auch unter Eid aussagen, dass der Herr Bauer sich hier den ganzen Vormittag über mit Ihnen aufgehalten hat? Wir haben gemütlich zusammengesessen, das ein oder andere Bierchen geschlürft. Er war mal kurz weg, frisches Bier holen oder... Wie lange? Toilette war ich auch mal, aber... 2-3 Stunden sitzen wir auf jeden Fall schon Ich meine, wie lange er weg war? Ach so, 2 Minuten maximal. 2 Minuten maximal, also sonst auch die ganze Zeit... Nein, wir waren die ganze Zeit hier. Und Herr Bauer, Sie sagten, Ihr Handy wurde hier gestohlen. Ja. Leben denn hier noch andere Personen da hinten im Wohnwagen oder so? Haben Sie denn mit irgendjemandem hier über Ihre Erbschaft gesprochen, was das wert ist und so weiter? Haben Sie da vielleicht eine Vermutung, dass jemand dahinter stecken könnte? Ich habe mit Nicole, das ist eine Freundin von mir, mit der ich was habe. Halt. Warum redest du mit anderen über die Münzsammlung? Hallo, das ist meine Freundin. Ich habe was mit jemandem, der kann ich auch ein bisschen auch über sowas reden, über Probleme und so. Ne? Ja, das geht aber keinem was an. Also die haben Sie ihr erzählt, was diese Münzsammlung auch wert ist? Ich habe halt schon gesagt, dass die schon mehr wert ist. Den genauen Wert habe ich jetzt nicht gesagt, aber das geht schon über 20.000 mit Sicherheit. Okay, alles klar. Moment.
Frau Bauer hat hier zwei Mädels identifiziert, die sie heute schon öfters in der Stadt gesehen hat. Und damit war für uns etwa klar, dass jemand sie wahrscheinlich verfolgt hat. Da waren die Mädels dann für uns natürlich in den Fokus gerückt, ob die vielleicht auch was mit dem Überfall auf die Frau Bauer zu tun haben. Deswegen war es für uns ganz wichtig, dass wir mit den zwei Mädels jetzt erstmal sprechen. Wo haben Sie sich denn heute den ganzen Tag aufgehalten, wenn ich mal fragen darf? Ja, wir waren hier am Wohnwagen. Wir wollen den nämlich kaufen und uns fertig machen. Genau, ja. Und jetzt haben wir uns gerade überlegt, wie wir den umgestalten könnten. Okay. Ja, das ist schon. Also waren Sie heute nicht irgendwann mal in der Stadt gewesen, zum Beispiel? Nee. Letzte Woche war ich erst in der Stadt. Nee, ja. Aber heute nicht. Heute nicht. Weil, kommt mir ein bisschen komisch vor, weil die junge Dame da vorne hat gerade gesagt, dass sie heute gesehen hat, wie sie in der Stadt verfolgt haben. So habe ich das doch gerade so verfolgt. So habe ich das auch verstanden, ja. Wir. Ja. Also sagen wir es mal so. Sehen wir so aus, als würden wir irgendwen verfolgen? Das ist aber schon krass, dass wir hier also, wegen was Übleres angeschuldigt Also die werte Dame gab uns gegenüber an, dass sie beide ihr schon des Öfteren heute über den Weg gelaufen seien. Ich habe die Dame noch nie gesehen. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Das muss aber nichts heißen. Die Polizisten glauben den Frauen kein Wort. Polizeikommissar Moritz Breuer erhöht den Druck. Hast du hier mal ein bisschen also, umgeschaut? Möchten Sie vielleicht noch mal in sich gehen und vielleicht doch noch mal was anderes sagen? Oder? Also wie gesagt, ich bleib dabei. Sie bleiben dabei, dass Sie den ganzen Tag über hier waren und nicht in der Stadt waren. Wir haben den Wohnwagen und uns angeguckt. Ich habe aber viel gesehen. Du hast viel gesehen? Was hast ich habe sehr viel gesehen. Also doof sind wir nicht. Und Augen haben wir auch. Ziemlich gute. Das ist sie. Das ist doch meine Münzsammlung. So, die Damen, Sie bleiben mal schön hier wackeln stehen. Nur meine Taschen, ne? Nee, Sie bleiben mal hier, kommen Sie auch mal rüber zu mir. Wo kommt die denn her? Da hinten. Also ich meine, ich habe zwar eine auf den Kopf bekommen, aber ich bin nicht doof. Und ich habe euch beiden heute schon den ganzen Tag gesehen. Das ist meine Münzsammlung, die ich geerbt bekommen habe. Okay. Hundertprozentig, das ist meine. Fehlt was? Nee. Ja, das wäre jetzt für mich auch ein großer Zufall, wenn wir jetzt zufällig am Wohnwagen noch eine andere Münzsammlung gefunden hätten. Also ich gehe mal davon aus. Das ist eine Antiquität-Münzsammlung, das ist meine. Die Frauen belasten den Bruder des Opfers. Er habe sie zu dem Raub angestiftet. Zum Beweis präsentieren sie einen Chatverlauf. Ja, wir haben Kontakt zu Martin, genau, er wohnt ja auch hier. Und er hat uns nur davon erzählt, dass die Schwester eine teure Münzsammlung geerbt bekommen hat oder wie auch immer. Und sie wollte das alles an ein scheiß Tierheim spenden. Und hat er uns versprochen, dass wir einen Teil davon abbekommen, wenn wir Schwester. Ja, wir brauchen das ein bisschen mehr als diese scheiß Tiere. Also, sehen Sie, ich also noch komischerweise habe ich eigentlich gedacht, dass Leute, die so leben, tierfreundlicher sind als Sie beide gerade. Ja, aber wir haben nichts, wir haben keinen Bock zu arbeiten. Dann das ist doch nicht mein Problem. Stattdessen kriege ich eine Sie gehen jetzt ein Stück rüber. Sie bei Ihrem Bruder. Sie stören hier die Polizeimaßnahmen. Ich verstehe, dass Sie... Scheißegal, was der gemacht hat. Hören Sie mal, Frau Bauer, ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind, aber wir müssen unserer Arbeit nachgehen. Sie stören uns dabei. So, kommt mal mit mir. Hier, deine Tasche kannst du nehmen. Die Arbeitslosen wollten mit dem Handy ihres Auftraggebers die 39-Jährige anhand eines Fotos identifizieren. Am Tatort verloren sie das Telefon aber. So, die Damen sind Ihnen mittlerweile auch schon in den Rücken gefallen. Ich gebe Ihnen jetzt das letzte Mal... Ach, die haben ja auch mein Handy geklaut. Übrigens. Herr Bauer, jetzt ist mal Schluss. Wir sind vielleicht nicht die Schlauesten, aber so doof sind wir auch nicht, ja? Hat ja auch keiner wir gesagt, haben einen Chatverlauf gesehen, wo Sie die beiden Mädchen anstiften zu der Tat, dass Sie Ihre Schwester überfallen und die Münzsammlung stehlen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sie haben auch das Recht, quasi die Aussage zu verweigern. Wie kannst du denn so eine Scheiße erzählen da? Sie? So. Mein ich, Gott, ja. Ich hab doch die Beweise dazu. Kannst du mir das mal erklären? Ach, meine Fresse, du hast es halt alles geerbt. Scheiß doch drauf. Du kriegst alles in den Arsch geschoben. Ich werde irgendwie total scheiße stehen gelassen, krieg nur meinen scheiß Pflichtanteil und du willst es dann auch noch den Tierheim spenden, oder was? Okay, dann warst du eifersüchtig, hast du eine Tat angezettelt und hast mich überfallen lassen mit der Münzsammlung? Ja, ey, die Familie geht auch vor, scheiß Tierheim. Ja, aber Herr Bauer, doch gar nicht. Du bist doch, wie kann man so bekloppt sein eigentlich? Familie geht vor, glaube ich, bei Ihnen gar nicht so, weil Ihre Schwester wurde damit niedergeschlagen. Ja, damit, Sie hab ich zu tun. Damit haben Sie nichts zu Nein. tun. Was haben Sie denn den beiden Mädels erzählt? Sie klaut auch nicht nur Handys, sie klaut auch Schlagstöcke wahrscheinlich. Ja, genau. Sie fahren jetzt sofort runter, mit der Stimme auch runter und Sie gestikulieren hier nicht so wild, sonst haben Sie ruckzuck nachtruben. Das gefällt mir nicht, wie Sie sich hier verhalten. Ja. Haben Sie das verstanden? Okay. Runterfahren jetzt. Wie es weiter abläuft, sage ich Ihnen jetzt ganz kurz. Sie kommen auch mit zur Wache. Sie müssen sich auch zu der Sache noch mal in Ruhe einlassen.
Wie wir den Tatbeitrag von den Bauern jetzt abschließend werten müssen, können wir vor Ort nicht sagen. Ich würde sagen, das Ganze geht mindestens in Richtung einer Anstiftung. Ob darüber hinaus vielleicht eine mittelbare Täterschaft sogar vorwerfbar ist, müssen wir in Ruhe auf der Wache klären. Die Frauen werden wegen Körperverletzung und schwerem Raub angezeigt.